Die Widersala kann nicht weit sein. So Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon Age Inquisition. Ja Leute, erstmal sorry, dass ich in der letzten Folge gegen Ende so ultra frustriert war, aber mich hat das einfach richtig aufgeregt, das Game Design an dieser Stelle. Es hat mir einfach jeglichen Spaß in dem Moment genommen. Und dann war es einfach das Beste, dass ich, ja, die Folge da beende und wir hier jetzt in der nächsten Folge wieder einsetzen. Ja, Leute, sie hat gerade bestätigt, was, ja, wir uns eigentlich jetzt sowieso schon das ganze DLC überdachten, dass Solas der Drahtzieher hinter dem Ganzen ist. Und wir hatten ja schon am Ende von dem Hauptspiel gehört von Flemeth, dass Solas auch Corypheus die Kugel gegeben hat. Ne, er hat uns zur Himmelfeste geführt, er hat mit die Inquisition gegründet, er hat uns mit dem Anker geholfen am Anfang, wodurch wir sonst gestorben wären. Dort vorne! Solas ist der Drahtzieher. Und deswegen wollte ich unbedingt die Romans mit ihm machen, weil ich, ja, so gespannt war, was das für ein Zwiespalt in ihm auslesen muss. Weil er das alles weiß und sich halt eben in den Inquisitor verliebt und die ganze Zeit im Zwiespalt ist. Ach, das ist so schön. Ankerschmelze. Die Macht des Ankers nimmt jetzt noch schneller zu. Seine Verwendung ist schwierig, entlädt aber jegliche gespeicherten Fokus. Erreicht der Fokus sein Maximum, führt dies zu einer unkontrollierten Entladung des Ankers, wodurch du und deine Verbündeten sowie nahe Gegner Schaden erleiden. Das Ding ist, wenn das so weitergeht, dass dieses System einfach mich daran hindert, diese andere Fähigkeit zu benutzen. Diesen Meteor. Ausgerechnet unser Grießkram, der offensichtlich für Fen Harrell arbeitet. Es sind doch immer wieder die stillen Wasser. Der für Fen Harrell arbeitet. Also wir erinnern uns, Flemeth hat ihn Schreckenswolf genannt. Ich glaube, er arbeitet nicht nur für Fen Harrell. Okay, wir können uns heilen. So. Irgendwo dort muss Solas sein. Schön. Was willst du denn schon wieder? Ja, kommt alle nacheinander da raus, dann kann ich ihn nacheinander wegmachen. Ein Hit und ich bin fast tot. Das ist einfach der Wahnsinn. Wir spielen auf leicht. Moment, hat sich mein Schwierigkeitsgrad umgestellt? Nee, Schwierigkeitsgrad entspannt. Das ist alles andere als entspannt hier. Ein Hit, es ist ein Hit. Oder ist das hier das blöde Mal? Wenn ja, dann habe ich das aber nicht gut erkannt. Also, es macht sich nicht krass bemerkbar, dass es das Mal ist. Woran erkenne ich das denn, dass das voll ist? Mal gucken. So. Vermutlich einer unserer letzten Ladebildschirme. Genießt es nochmal, Leute. Sarebas, der Davida Sala nicht von der Seite weicht. Sarebas! Refra! Shokra! Nicht mich! Jetzt könnten wir den Meteor machen, aber die sind alle irgendwie voneinander getrennt hier. Oh, 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 nein! Okay, dann war das gerade doch kein... Nicht das Mal. Aber woran... Ich check das nie, wenn das voll ist. Das ist da rechts, das ist da der Fokus, ne? Wenn der voll ist. Aber... Hm. Zack, zack, zack. So, darf ich? So. Hallo. Jetzt habe ich wieder nicht genug. Oh. Okay. Ich glaube, ich soll das besser einsetzen.
Ich habe auch keine Möglichkeit mehr, meine anderen Tränke aufzufüllen. Das ist auch ein bisschen schwierig. Habt ihr es? Danke. Bye. Kannst endlich einsetzen. Das Blocken ist auch richtig nervig, ne? Der brüllt mich an und mein ganzes Leben ist weg. Was soll denn das? Geht doch einfach weg. Das ist gut als Barrikade, dass ihr keiner durchkam. Na, Probleme? Immer noch schon. Geben die uns aber echt mal den vollen Genuss an Ladebildschirm hier. Ja, was ist hier los? Ich soll schon mal hier. Alter. Oh nein, nein, geh weg. Der große Kerl kommt in unsere Richtung. Ja, darf ich hier weg? Okay. Ich glaube, ich kämpfe nur noch damit. Ah. Das ist voll weird, dass die Kundari hier alle Schnäuzer haben. Wie können wir das hier kaputt machen? Haltet euch bereit. Sie bekommen Verstärkung. Viel zu wenig Schaden. Darf ich jetzt? Nein, aua.
Er zieht ihm immun. Wieso ist der dagegen immun? Er zieht ihm viel zu wenig alles. Cassie. Ich finde es auch geil, dass die Gegner hier einfach gegen alles immun sind. Och nö. Das macht einfach keinen Schaden. Alles frech. Immerhin brennen kann er. Ich glaube, das Brennen ist auch ganz gut gegen die Barriere. Nee. Ja, okay. Ja, okay. Chill, Junge. Arevas befolgt offenbar keine Befehle mehr. Sehr gut. Arevas! Meravas! Meravas! Ja, Meravas und so. Inquisitor. Kann ich die jetzt nicht einmal umboxen? Adim. Yay, mehr Gegner! Komm mal her. Ich meine, das ist schon ein bisschen episch hier. Das muss ich schon sagen, aber... Kann ich das explodieren lassen? Verstehe ich nicht. Warum kann ich das jetzt schon wieder nicht explodieren lassen? Das ist schwierig. Ah ja, okay. Da. Haben wir's? Meine Güte. Paulus! Mein Herz. Komm mal. Ach nö, ihr seid nicht Soulless. Ihr seid wieder nur irgendwelche anderen Idioten. Ja, okay. Wie. Bist du ganz ehrlich? Das. Keine Güte. Wie viele Gegner? Ja. Also, wenn ich wenigstens richtig krass Schaden machen würde, dann immer. Ich mache ja keinen Damage. Und ich habe mir ja schon krass gute Sachen durch die ganzen Mods gemacht. Und wir spielen auf leicht. Also. Ich will gar nicht wissen, wie das auf schwer ist. Dann müsste man ja wirklich mit jedem Hit einfach umkippen. Gut, warte mal. Wir haben, glaube ich, nicht. Das kann ich mal. Nee, warte mal. Nicht ins Inventar. Wir haben, glaube ich, nachdem wir im Winterpalast waren und unser Equip gewechselt haben, habe ich, glaube ich, zum Beispiel keinen Schmuck mehr ausgerüstet. Das ist, glaube ich, ein Problem. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Wartet. Hier, ich hab was für euch. Bumm. Okay, er ist immer geplatzt. Wir haben den High Ground, das ist nicht gut. Cassie, tu was. Ne? Alter. Geht doch mal weg. Was machen die denn mit Cassandra? Beric, was machst du? Okay. Oh mein Gott. Obwohl ich denke, man soll ziemlich viel mit dem Ding hier arbeiten, aber selbst das macht halt okay Schaden an den starken Gegnern. Okay, Cassie. Okay, weiter geht's. Kann ich jetzt mal zu meinem Solus-Schnucki? Wäre ganz nett.
Hey, und noch ein Feld, wo wir durch müssen. Oh, das sieht nach Bosskampf aus. Ew, ich glaube, da oben wäre vielleicht was zum Auffüllen gewesen. Shit. Ach so. Ach nö. Ach komm. Den haben wir doch gerade... Warum ist der jetzt wieder voll? Den haben wir doch gerade eben... Ja, okay. Okay, okay. Chill. Es ist alles schrecklich. Warte. Okay, komm. Das macht dem halt keinen Schaden. Der ist immun dagegen. Das ist einfach so unlogisch. Wozu habe ich denn den Angriff? Aber ist schon cool. Also episch ist es. Allein die Musik, die Sounds, die Angriffe. Das muss ich schon sagen, trotzdem, dass ich die ganzen Kämpfe gerade nicht mag. Dass es so viele sind. Und auch, dass die auch einfach so doch ein bisschen hart sind. Finde ich es trotzdem sehr episch. Ich weiß halt auch nicht, wow, ab welchem Moment ich das benutzen muss, ne? Das kommt halt auch noch dazu. Ja, genau, öffne noch Risse ins Nichts. Du bist ja leider nicht schon schwer genug. Aua. Autsch. Hallo, könnt ihr das einfach lassen? Ich weiß halt echt nicht, ab welchem Punkt ich das benutzen muss. Aber er ist ja eh immun dagegen. Ich hab nicht mal die Hälfte. Kann es sein, dass es vielleicht hier in dem DLC einfach unabhängig vom Schwierigkeitsgrad ist, wie schwer die Kämpfe sind? Es kommt mir so vor, es ist einfach so viel krasser als halt das ganze restliche Spiel. Jetzt einfach mal das. Gucken, wie viel das ihm macht. Achso, der teleportiert sich einfach raus. Okay. Also mehr als das andere jedenfalls. Die Musik ist schon richtig, richtig nice, ne? Zack. Boah, ich hoffe, ihr hört mich überhaupt, weil das ist so laut alles. Cassie, machen wir mal eben den hier. Yeah. Wieso machst du immer sowas, wenn ich dich gerade irgendwie mit was angreife? Das ist mein super krasser Angriff und es zieht den nicht mal die Hälfte. Den normalen Ads, ne? Das ist halt echt ein Witz. Alter, das ist der Typ. Wie ist denn dann erst der Kampf gegen die andere da? Ja, genau. Und hol noch mehr Zeug. Ich hab ja nicht schon genug Gegner. Aua. Merrick. Ja, nein. Oh Gott. Geh doch einfach weg. Setzt euer Mal ein! Ach so, auf einmal!
Hallo? Hallo? Ja toll, ich habe gerade mein Mal leer gemacht. Wow. Ist das jetzt dein Ernstspiel? Ja, das ist mir bewusst. Aber ist das Spiel eigentlich dumm? Also sorry, dass ich das jetzt sage. Aber auf einmal soll ich mein Mal gegen ihn einsetzen, was vorher die ganze Zeit nicht ging. Und jetzt soll ich es benutzen und habe keine Power dafür. Das ist echt ein Witz. Jetzt mach doch mal hin. Ach, das ist doch... Das ist... Also sorry, aber das... Sorry, aber das ist einfach... Das ist einfach, ich habe schon in der letzten Folge gesagt, das ist einfach schlechtes Game Design. Wenn du einen Gegner die ganze Zeit immun gegen eine bestimmte Sache machst und dann auf einmal ist es nur das, was ihn verletzen kann. Sorry, aber das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Jetzt dürfen wir das alles nochmal machen. Wir sehen uns am Ende vom Kampf, Leute. So, meine Güte. Entschuldigt, Leute. Sowas regt mich einfach nur auf. Mann. Aber ich bin auch gerade ein bisschen frustriert, dass ich jetzt zum Ende von so einem super tollen Spiel, was mir so viel Spaß macht und auch noch gerade so einen tollen Story-Abschnitt hat, halt dann, dass das so ein bisschen, ja, mir dann an manchen Stellen so eine schlechte Laune macht. Und ich hoffe, ja, ihr seid mir nicht böse deswegen. So. Was nun? Kann ich jetzt endlich zu meinem Schnucki? Oh, hi. Hi. Meine Güte, du warst ganz schön lange weg. Es ist vorbei. Nun geht und sagt den Kunari, sie sollen mich in Frieden lassen. Oh, seine neue Rüstung ist so cool. Ha! Mal eben. Solus. Ihr habt Fragen. Ja, so ein paar, Junge. Du hast eine ganze Menge zu erklären. Der muss jetzt ja auch eine unheimliche Macht haben. Der hat ja Flemeth getötet und in Flemeth war ja Mythal und auch die Seele des alten Gottes. Das hat er ja irgendwie in sich aufgenommen. Die Kunari haben versucht, euch zu töten. Ich wollte vor ihnen hier sein. Ich weiß. Sie haben nach einem Helfer Fan Harolds gesucht. Aber ich bin niemandes Helfer. Ich fürchte, die Wahrheit ist weitaus einfacher und gleichzeitig deutlich schlimmer, als die Kunari glauben. Ihr seid Fan Harrel. Ich war zuerst Solus. Fan Harrel kam später. Eine Beleidigung, die ich stolz annahm. Der Schreckenswolf erfüllte meine Freunde mit Hoffnung und meine Feinde mit Angst. Ähnlich wie Inquisitor. Nun wisst ihr es. Wie heißt es bei den Dalish? Der Schreckenswolf soll euch holen. Ah, oh, wir können es beenden. Nein. Mein Volk lag falsch. Ihr habt mich belogen. Traurig. Und das hat er. Das habe ich nicht. Meine Gefühle für euch waren echt. Aber ihr habt mich belogen. Ich habe euch geliebt. Dachtet ihr wirklich, ich würde es nicht verstehen? Irabellas Venan. Tel Abellas.
Wenn ich euch wirklich etwas bedeute, dann sagt mir die Wahrheit. Ich wollte mein Volk aus der Sklaverei vorgeblicher Götter befreien und ihm einen neuen Weg weisen. Die falschen Götter nannten mich Fen'Harel. Als sie dann letztendlich zu weit gingen, erschuf ich den Schleier und verbannte sie. So habe ich das Volk der Elfen befreit und dabei ihre Welt zerstört. Ihr habt die falschen Götter also verbannt? Ihr habt sie nicht getötet? Ihr selbst seid doch Mythal begegnet, oder etwa nicht? Die Ersten meines Volkes sterben nicht so leicht. Aber die Evanures sind für alle Zeiten verbannt. Sie bezahlen den ultimativen Preis für ihre Untaten. Aber ihr liebt das nichts. Aus welchem Grund solltet ihr den Schleier erschaffen und es vor aller Augen verbergen? Weil die Alternativen noch weitaus schlimmer gewesen wären. Was soll das heißen? Hätte ich den Schleier nicht erschaffen, hätten die Evanures die gesamte Welt vernichtet. Wieso hat die Erschaffung des Schleiers die Welt zerstört? Ihr habt die Überreste des Vir'Dithara gesehen. Die Bibliothek war untrennbar mit dem Nichts verbunden und der Schleier hat sie zerstört. Es gab noch unzählige andere Wunder, die alle von der Gegenwart des Nichts abhängig waren. Sie alle wurden vernichtet. Eure Legenden sind teilweise wahr. Wir waren einst unsterblich, aber es war nicht die Ankunft der Menschen, wodurch wir zu altern begannen. Es war mein Werk. Durch den Schleier haben die Elfen alles verloren. Sogar sich selbst. Ihr sagtet, die Elfengötter seien zu weit gegangen. Was haben sie getan, um euch dazu zu bringen, gegen sie vorzugehen? Sie haben Mythal getötet. Ein Verbrechen, für das eine Ewigkeit voller Qualen die einzig angemessene Bestrafung ist. Ich dachte, Mythal sei eine der Evanures. Sie war die Beste unter ihnen. Ihr lag etwas an ihrem Volk. Sie beschützte es. Sie war eine Stimme der Vernunft. Und in ihrer Gier nach Macht haben sie getötet. Die Evanures waren doch elfische Magier. Wie kommt es, dass man sich heute als Götter an sie erinnert? Es war ein langsamer Prozess, der mit einem Krieg begann. Ein Krieg weckt Ängste. Ängste wecken den Wunsch nach einfachen Konzepten. Gut und böse, richtig und falsch. Nach Hierarchien. Als der Krieg endete, wurden Generäle zu geachteten Anführern. Dann zu Königen und schließlich zu Göttern. Sie wurden zu den Evanures. Das ist die Vergangenheit. Aber wie sieht die Zukunft aus? Ich schlief im Dunkel und träumte, während zahllose Kriege und Zeitalter vorübergingen. Noch immer schwach erwachte ich ein Jahr, bevor ich euch traf. Was ich getan hatte, um die Evanures zu bestrafen, bedeutete für mein Volk den Untergang. Doch noch besteht Hoffnung auf Wiedergutmachung. Ich werde das Volk der Elfen retten. Selbst wenn dafür diese Welt sterben muss. Das ist nicht die Lösung, irgendwie. Erinnert mich gerade an Final Fantasy XIV. Die Elfen retten klingt gut, aber... Können wir nicht hier nochmal eine Herzoption haben? Lasst mich euch helfen, Solas. Das kann ich euch nicht aber antun, anders. Enan. Aber euch wollt ihr es antun? Ich kann und werde euch nicht allein lassen. Ich gehe den Dinan Shiddal. Auf dieser Reise gibt es nichts als Tod. Und ihr sollt nicht sehen, zu was sie mich macht. Es ist meine Bürde. Ihr solltet euch mehr um die Inquisition sorgen. Eure Inquisition. Ihr habt den Drachenodem aufgehalten und dadurch eine Invasion der Kunari verhindert. Mit etwas Glück konzentrieren sie sich nun wieder auf Tevinter. Das sollte einige Jahre des Friedens bringen. Die Kunari sagten, die Inquisition habe unwissentlich für die Helfer Fen'Harels gearbeitet. Ich habe nie irgendwelche Befehle erteilt. Ihr habt uns zur Himmelsfeste geführt. Korypheus hätte sterben sollen, als er meine Kugel benutzte. Sein Überleben hat all meine Pläne durchkreuzt.
Doch ihr habt ebenfalls überlebt. Und ich wusste, wenn etwas auf dieser Welt ihn aufhalten konnte, dann die Inquisition. Aber ihr brauchtet ein Zuhause. Also führte ich euch zur Himmelsfeste. Ihr habt Korypheus eure Kugel gegeben? Nicht direkt. Meine Helfer ermöglichten es den Venatori, sie zu finden. Die Kugel hatte während all der Jahrtausende, die ich schlief, magische Energie angesammelt. Ich war nicht mächtig genug, sie zu öffnen. Mein Plan sah vor, dass Korypheus sie verwendet und durch die darauffolgende Explosion getötet wird. Anschließend wollte ich die Kugel an mich nehmen. Ich hatte jedoch nicht mit einem Tevinter-Magister gerechnet, der das Geheimnis der Unsterblichkeit entschlüsselt hatte. Was wäre geschehen, wenn Korypheus gestorben wäre und ihr die Kugel zurückerhalten hättet? Ich hätte mit Hilfe des Mals, das nun ihr tragt, das Nichts betreten. Anschließend hätte ich den Schleier zerstört. Während dadurch diese Welt in tosendem Chaos versunken wäre, hätte ich die Welt aus meiner Zeit wiederhergestellt. Die Welt der Elfen. Aber du kannst doch nicht alles opfern, um das Jahrtausende untergegangene Volk wiederherzustellen. Es ist halt exakt das in Final Fantasy XIV. Wenn ihr den Schleier zerstört hättet, wären dann nicht auch die falschen Götter befreit worden? Ich hatte einen Plan. Er hatte einen Plan. Es ist so eine Red Dead Redemption 2. Ich hätte euch nie für jemanden gehalten, der so etwas tun würde, Solas. Danke. Ihr müsst es verstehen. Ich erwachte in einer Welt, in der nur wenige noch eine bewusste Verbindung zum Nichts besaßen. Es war wie eine Welt voller Besänftigter. Wirklich? So seht ihr uns? Nur zu Beginn. Und ihr habt mir gezeigt, dass ich mich irrte. Ja. Leider wird das Kommende dadurch nur noch schwerer. Ah ja, so zerrissen. Auch wenn ihr eigene Gründe hattet, uns zu helfen, ohne euch hätten wir Korypheus niemals besiegen können. Ihr irrt euch. Alles, was ihr erreicht habt, war euer Verdienst. Kann ich nicht nochmal eine Herzoption kriegen? Weshalb sollte ich mich um die Inquisition sorgen? Ihr habt eine gewaltige Macht erschaffen, der nun dasselbe Schicksal droht wie allen derartigen Organisationen. Verrat und Korruption. Das ist nicht gesagt. Ist euch eigentlich bewusst, wie ich von dem Plan der Kunari erfahren habe? Jenen Plan, den ich durchkreuzte, indem ich sie vor eure Tür führte. Die Spione der Kunari sind über meine Spione in der Inquisition gestolpert. Die elfische Wache, die euch zu dem toten Kunari geführt und den Bediensteten mit dem Gardlockfass abgefangen hat, sie arbeitet für mich. Warum habt ihr euch überhaupt die Mühe gemacht, den Plan der Kunari zu durchkreuzen, wenn ihr die Welt doch ohnehin vernichten wollt? Weil ihr mir gezeigt habt, dass diese Welt von Wert ist, Inquisitor. Okay. Was ich tun muss, bereitet mir keine Freude. Und bis es soweit ist, aber er will das trotzdem noch möchte tun. Ich nicht, dass jene, die sich gerade erst von den Folgen der Bresche erholen, unter der Knechtschaft des Kuhn leben müssen. Warum? Weil ich kein Monster bin. Wenn ihr Tod schon unvermeidlich ist, sollen sie zumindest in Freiheit sterben. Und das ist nun gewährleistet. Boah, das ist schwierig. Aber es muss doch einen anderen Weg geben. Er hat das alles, dass er falsch liegt und dass diese Welt einen Wert hat und die Menschen und alles. Und er will es trotzdem durchziehen. Ich schätze, dann schulden wir euch auch dafür unseren Dank. Ich hoffe, es schenkt euren Völkern eine letzte Zeit des Friedens. Ach Gott. Habt ihr jetzt die Kontrolle über die Illuvien? Ja. Erinnert ihr euch an Briella aus Halam Shiral? Eine Zeit lang hatte sie einen Teil des Labyrinths unter ihrer Kontrolle. Oh. Einer meiner Helfer sollte sie ihr entreißen. Doch er blieb leider erfolglos. Letztlich musste ich die Magie selbst aufheben. Die Kunari wiederum sind eigenständig auf diesen Bereich gestoßen. Und nun, da sie fort sind, gehören die Illuvien mir. Da wäre noch immer das Problem mit dem Anker. Seine Auswirkungen werden immer schlimmer. Ich weiß, Venan. Und wir haben kaum noch Zeit. Letzten Endes wird euch das mal töten. Indem ich euch hierher brachte, konnte ich euch retten. Zumindest vorerst.
Die Inquisition wird Solas aufhalten, selbst wenn es bedeutet, ihn zu töten. Die Inquisition wird versuchen, Solas in seinen Plan abzubringen. Ja, Mann, verdammt! Solas, Varlas, Vir Suledin. Ich wünschte, sie könnte es. Nee, es gibt nicht nochmal einen Robots-Moment. Mann, das ist so traurig. Ich werde euch nie vergessen. Nein. Oh. Immer noch mal ein Kuss. Ich dachte, es kommt noch irgendwas Krasseres. Noch ein bisschen mehr auf die, ja, auf die Romans eingegangen. Das wäre cool. Aber immerhin hatten wir das. Und dadurch ist es noch mal so ein bisschen herzzerreißender, weil er so im Zwiespalt ist und wir halt auch. Macht so gut. Ja, wir werden ihn irgendwie vom Gegenteil überzeugen müssen. Ich glaube auch nicht, dass er sein Ziel durchführen wird. Also wir haben ja schon ein bisschen Trailer von Wailgard gesehen. Und so wie ich den allerersten Trailer interpretiere, will er diese Welt vielleicht doch retten. Aber wir werden sehen. Ah, kommt noch was? Außer der Ladebildschirm? Wir müssen etwas tun, aber wir brauchen die Inquisition. Wir stehen am Rande eines Krieges gegen die Qunari. Und warum? Weil dieser Solas sie provoziert hat. Die Inquisition trägt keine Schuld. Wir haben den Rat über die Gefahr informiert. Ja, die Gefahr durch Qunari-Spione in euren Reihen. Ohne uns würdet ihr wohl kaum hier sitzen und euch beklagen können. Niemand vergisst, was ihr getan habt. Aber Corypheus ist seit 2 Jahren tot. Wenn die Inquisition fortbestehen will, dann als rechtmäßige Organisation und nicht als glorifizierter Söldnertrupp. Inquisitor? Wir haben unseren Arm abgehackt? Oder was soll das heißen? Also wir haben unseren Arm nicht mehr. Was haben wir gemacht? Ich habe das nicht gesehen. Die Inquisition wird der göttlichen Victoria dienen. Aktionen gegen Solas sind stärker, bergen aber die Gefahr der Unterwanderung. Die Inquisition wird der göttlichen Victoria dienen. Aktionen gegen Solas sind stärker, bergen aber die Gefahr der Unterwanderung. Okay. Die Inquisition wird aufgelöst. Aktionen gegen Solas werden schwächer, aber sicherer sein. Okay, wir können uns nicht mehr entscheiden, eigenständig zu sein. Schwierig. Ja, unsere Arbeit ist halt nicht getan. Wir sind jetzt krass. Ihr alle wisst, was das ist. Ein Erlass der göttlichen Justinia, der die Gründung der Inquisition genehmigt. Wir haben gelobt, die Bresche zu schließen, die Verantwortlichen zu finden und die Ordnung wiederherzustellen. Es war kein offizieller Vertrag, der das Fereldische Volk gerettet hat. Nicht behutsame Diplomatie hat euren sinnlosen Bürgerkrieg beendet. Es ging nie um eine Organisation. Es ging um Leute, die taten, was notwendig war. Und jetzt entschuldigt mich bitte. Ich muss eine Welt retten. Erneut. Die Inquisition ist mit sofortiger Wirkung aufgelöst.
Inquisition wurde binnen kurzem aufgelöst. Einige zeigten sich erleichtert über die Zerschlagung dieser unberechenbaren Organisation. Andere jedoch erinnerten sich vor allem an all das Gute, das die Inquisition bewirkt, und die zahllosen Leben, die sie gerettet hatte. Jene, die ihren Diensten gestanden hatten, kehrten in ihr altes Leben zurück. Sie wussten, dass sie die Welt vor der Vernichtung gerettet hatten. Und hofften, dass der Friede, für den sie gekämpft hatten, auch nach dem Ende der Inquisition weiterhin Bestand haben würde. Nachdem der Drachenodem verhindert und jegliche Hoffnung auf einen schnellen Sieg zunichte gemacht worden war, zogen sich die Qunari in den Norden zurück. Nur wenige wussten, welche Debatten in Pavollen geführt wurden, doch schon kurze Zeit nach dem erhabenen Rat griffen die Qunari erneut Tevinter an. Das ohnehin instabile Reich wurde von ihnen überrascht und schon bald tobte ein Krieg, von dem viele fürchteten, er könnte sich auf ganz Thedas ausweiten. Der erhabene Rat blieb bestehen und beriet die göttliche Victoria in wichtigen Fragen. Einige Jahre lang gehörte ihm auch Cassandra an. Letzten Endes jedoch widerstrebte ihr Vivians Politik, die in ihren Augen den Gesang des Lichts verkehrte, so sehr, dass sie den Rat verließ. Cassandra verbrachte außerdem einige Zeit in den Jägerhornbergen nördlich von Orlais, um dort den Orden der Sucher wieder aufzubauen. Sie blieben zunächst unter sich, zeigten keinerlei Interesse an weltlichen Fragen und verfolgten ein Ziel, das sich nur wenigen Außenstehenden erschloss. Als die Truppen der Inquisition in ihr bürgerliches Leben zurückkehrten, drängten die Magier auf ihre Unabhängigkeit vom Zirkel. Die göttliche Victoria, die unangefochten auf ihrem Sonnenthron saß und über einen erneuerten Zirkel in Diensten der Kirche gebot, zeigte sich großmütig. Widerwillig gestattete sie es den Magiern aus Achtung vor der Inquisition, als Rat der Verzauberer eigenständig zu bleiben. Ungeachtet ihrer Differenzen gelang es dem Rat und dem Zirkel, in den darauffolgenden Jahren weitgehend friedlich nebeneinander zu bestehen. Liliana diente der Inquisition in ihren letzten Monaten als unabhängige Organisation weiterhin als ihre Meisterspionin. Sie weihte während dieser Zeit einige ihrer zuverlässigsten Untergebenen, unter ihnen Charter, Rector und Harding, in die Pflichten ihrer Position ein. Nicht wenige waren davon überzeugt, dass Liliana fürchtete, was kommen würde und deshalb mögliche Nachfolger für sich aufbaute. Obwohl sie aufgrund ihrer jeweiligen Pflichten häufig voneinander getrennt waren, setzte Liliana ihre Liebesbeziehung mit dem Held von Ferelden fort. Wann immer sie Zeit dafür fand, traf sie sich mit ihrem Liebsten in einem Anwesen am Wachen Meer, dem Haus aus Lilianas Kindheit. Sie beide genossen diese Tage in vollen Zügen, denn sie wussten, dass die friedlichen Zeiten nicht von Dauer sein würden. Mit der Auflösung der Inquisition hörten Sarah und der Inquisitor offiziell damit auf, hochgestellte Persönlichkeiten in Angst und Schrecken zu versetzen.
Allem Vernehmen nach wollten sie fortan beide an irgendeinem langweiligen Ort ein ebenso ungefährliches wie ereignisloses Leben führen. Diese beruhigende Lüge erlaubt es den Mächtigen, ihr zerbrechliches Leben so fortzusetzen, als sei alles wieder so, wie sie es einst gekannt hatten. Die rote Jenny hingegen, eine gänzlich eigenständige Person und nicht im geringsten Sarah, der Inquisitor und zahllose Freunde, fuhr damit fort. Etwas zu bewirken oder einfach nur Spaß zu haben, wo und wann auch immer sie Lust darauf hatte. Wincy stattete sie natürlich dennoch regelmäßig Besuche ab. Wer ist Wincy? Ich habe keine Ahnung. Varric kehrte nach Kirkwall zurück und trieb in seiner Funktion als Recount den Wiederaufbau der Stadt weiter voran. Letzten Endes stieg der Stadtstaat unter seiner Führung erneut zum wichtigsten Handelsplatz in den freien Marschen auf. Ist das euch Evelyn mit kurzen Haaren? Sie hat dieses Stirnband, was Evelyn hat, und auch das Halstuch und die Rüstung. Er ignorierte weiterhin jegliche Briefe, die er von der Händlergilde oder dem Prinz von Starkhaven erhielt. Armer Sebastian. Nachdem sich die Inquisition aufgelöst hatte, übernahmen die Sturmbullen wieder Aufträge in Orléans für Ferelden. Indem er Dämonen bekämpfte und versprengte Venatori jagte, trug der Eiserne Bulle seinen Teil dazu bei, die Ordnung in Thedas wiederherzustellen. Nachdem sich die Inquisition aufgelöst hatte, zog sich Cullen aus dem aktiven Dienst zurück. Er kehrte nach Ferelden zurück und gründete auf einem Stück Land, das ihm die göttliche Victoria überlassen hatte, eine Zuflucht für ehemalige Templer. Mit seiner Hilfe überwanden viele Templer ihre Lyriumsucht und jene, die bereits dem Wahnsinn verfallen waren, verbrachten ihre letzten Tage in Frieden. Seinen Freunden aus der einzigen Inquisition wiederum versprach er, dass seine Klinge jederzeit bereit wäre, falls sie ihn je brauchen sollten. Dorian kehrte nach Tevinter zurück, um den Sitz seines Vaters im Magisterium einzunehmen. Als Gerüchte über interne Machtkämpfe im Reich aufkamen, wurde Dorian oft als Stimme des Widerstandes gegen die Verdorbenheit genannt. Gemeinsam mit Magistra Meveris Tilani gründete er die Lucerni, eine Gruppe, die, so hoffnungslos es auch schien, den Namen Tevinters reinwaschen wollte. Jene, die an Magister Parvis Seite kämpften, berichteten, er habe mit Hilfe eines Übertragungskristalls beständig in Kontakt mit dem Inquisitor gestanden. Diese Gespräche, ob es nun um wichtige Informationen oder moralische Unterstützung ging, schienen Dorian die Kraft zu geben, seinen Kampf fortzusetzen. Tom Renier wurde Gnade zuteil, als er sie nicht verdiente, und erhielt eine Chance auf Wiedergutmachung. Dieses Geschenk wollte er mit anderen teilen. Nachdem er von seinen Pflichten gegenüber der Inquisition entbunden war, reiste Renier durch Thedas, um den Verlorenen und Vergessenen Hoffnung zu geben. In den dunkelsten Gefängnissen und tiefsten Kerkern von Thedas fand er zwar nicht Rechtschaffenheit selbst vor, doch zumindest die Möglichkeit dazu. In
Indem er an jene glaubte, die ihren Glauben verloren hatten, erhob er sie und machte sie zu etwas Besserem, als sie gewesen waren. Nachdem sich die Inquisition aufgelöst hatte, verabschiedete sich Josephine und kehrte zu ihrer Familie nach Antiba zurück. Dank der Hilfe des Inquisitors wurde es den Montiers wieder gestattet, in Orlais Handel zu treiben. Die folgenden Jahre waren eine geschäftige Zeit, in der etliche neue Schiffe mit dem Wappen der Montiers gebaut wurden und von Antiba aus in See stachen. Bald darauf lichteten auch einige rivänische Piratenkapitäne den Anker, um eine alte Fehde aus der Zeit von Josephines Vorfahren wieder aufleben zu lassen. Überhaupt gesehen davon, dass ihre Schwester Yvette beinahe mit einem Piratenprinzen durchgebrannt wäre, hatte Josephine die Situation unter Kontrolle. Cole begab sich gemeinsam mit Meriden auf die Suche nach einem neuen Leben und neuen Möglichkeiten, ein Mensch zu sein. Wo auch immer Meriden ihre Lieder vortrug, wurden alte Leiden gelindert und schwere Herzen wieder leicht, auch wenn die Leute nie verstanden, warum. Nach den Ereignissen im Winterpalast kehrten sowohl elfische Mitglieder der Inquisition als auch Elfendiener in Gunthaders ihrer Stellung den Rücken. Niemand weiß, wohin sie gingen, doch jene, die die Geschichte des Inquisitors über Fenharrel glaubten, fragten sich, wie groß seine Truppen wohl seien. Und welche Pläne der einzige Elfenrebell verfolgte. Llewellyn erwachte von Zeit zu Zeit aus Träumen, in denen sie ihr Geliebter aus endlos großer Entfernung traurig beobachtete. Ob dies mehr als nur Träume waren, blieb ihr jedoch verborgen, denn wann immer sie versuchte, ihn zu erreichen, erschand er. Dennoch suchte sie weiter, sie träumte, wartete und hoffte auf eine Möglichkeit, das Herz des Schreckenwolfs erreichen zu können. Überall sein. Und da die Inquisition offiziell aufgelöst wurde, haben wir weder eine Armee noch formelle Bündnisse. Wir haben alles, was wir wirklich brauchen. Wir müssen vorsichtig sein. Solus weiß alles über uns. Wer wir sind, wie wir vorgehen, unsere Stärken und Schwächen. Dann suchen wir uns Leute, die er nicht kennt. Wir werden unseren Freund retten. Vor sich selbst. Und der kleine Teaser, dass wir in Wailgard nach dem Winter kommen werden. Und damit, Leute, haben wir Dragon Age Inquisition beendet. Noch rechtzeitig für Wailgard. Oh Mann, ich bin so angespannt gerade. Es ist so ein wundervolles Spiel und so eine wundervolle Geschichte. Ich finde diese ganze Story um Solus, wie das alles damals wirklich passiert ist. Und zusätzlich dann eben auch noch mit der Romance, mit dem Inquisitor, was das alles nochmal viel interessanter macht, wie ich finde. Oh, es ist alles so ein schönes Spiel. Auch wenn ich zum Ende hin jetzt oftmals frustriert war aufgrund der Kämpfe oder mancher Entscheidungen, die Entwickler getroffen haben bei manchen Mechanics des Spiels. Wofür ich mich nochmal entschuldigen muss. ja.
Trotz allem ist es ein grandioses Spiel, wie ich finde. Und wenn man das ohne diese ganzen Mods, die ich spiele, mit den ganzen Nebenquests alles spielt, hat man noch so unendlich viele Spielstunden mehr, die man hier verbringen kann. Es gibt hier noch DLCs, die ich gar nicht gemacht habe, weil die jetzt nicht so wichtig für den weiteren Verlauf sind, zum Beispiel. Das kann man auch noch machen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet mit dem Let's Play genauso viel Spaß wie ich. Und ich hoffe, ihr freut euch genau wie ich auch schon auf Veilguard und seid dann, wenn es bald damit losgeht, wieder mit am Start. Ich hoffe es sehr. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich, wie immer, vielmals fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns hoffentlich in Dragon Age The Veilguard wieder. Bis dahin und bye bye.